Herzlich willkommen zurück zu einem neuen Part von Pokémon Mystery Dungeon Explorers of Sky. Beim letzten Mal haben wir erfolgreich in einem Dungeon verkackt und wollen nun uns den Dungeon erneut stellen, da wir jetzt müssen. Geheim müssen abzuwenden. Wir sind auf den Stachelberg. Jawohl. Schnell. Zum Stachelberg. Wir sind aber weit weg. So. Ah, da haben wir auch noch einen Puckel. Heißt einmal vier Startprobleme. Ui. Scheiße. Kreis. Oh, servus. Und putz. Jawohl, let's go. Da oben ist schon Lilly. Scheiße, ist auch noch ein Untergang. Fußkick. Boycheck. Komm schon, schneller, 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 yes! Voll Lidl. Und auch zum richtigen Zeitpunkt. One-Shot, nice. Wurf-Orb. Was macht das Wurf-Orb? Ja, ich habe eine Menge verloren, shit. Auch vom Geld habe ich eine Menge verloren, ja, shit. Ich habe so, oh mein Gott, ich habe viele Orbs verloren. Oh nein, die schönen Orbs. Ich schalte den Pokémon weg. Ja, okay, das ist ziemlich schön. So ungefähr, das ist nicht schön. Natürlich auch wieder Hundkreis. Also gefühlt der komplette Dungeon besteht nur aus Hundkreisen irgendwie, ne? Ich war echt verarschen. Hey, schnell, Gott verdammt. Schnell, 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 schnell. Oh Junge! Junge, könnt ihr mich mal in Ruhe lassen? Danke!
weiter. Ich glaube, ich bin bis E3 gekommen und dann auf E3 gleich verreckt. Elendig. Bär und wahrscheinlich 7 Bär, oder? Genau, 7 Bär. Nice. Und 20 Poké. Nicht mal was zu heilen, ne? Die Masse. Ja, ist nicht bei Ihnen jetzt. Okay, ich natürlich gerne, dass wir in den Team. Jawohl. Ach, da haben wir noch. Und Gondolo. Die Orb. Nice. Shit. Sie kommt falschen Weg genommen. Perfekt. Ne, ich wurf auf. Ja gut, okay, ich komme es auch machen, Teamwork. Auch wenn es irgendwie wollte, Teamwork war, aber egal, es war Teamwork. Hätte uns das Ende Gelände. Ja, die EP nehmen wir mit. Weiter, nächstes Stockwerk. E3, geh ich schon, wo wir verreckt sind. Magen, ja. Über den Magen reden wir nicht, okay? Über den Magen reden wir nicht. Hier. Wie sieht das aus? Wie viel EP braucht noch? Oh Gott, also das wird noch lange bis zum nächsten Level auf jeden Fall, ne? Yep. Die Stats, ja, das können sich sehen lassen, Leute. Warte. Sag mir nicht, dass auch Evoli verloren hat. Oh, Jesus Christ, wirklich. Oh. So, jetzt. Haben wir wieder Bär? Okay. Die Magen knurrt. Wenn ich noch einen großen Affe... Ne, natürlich nicht. Das Wagen wurde übrigens gewachsen. Nein! Scheiße. Jetzt haben wir auch noch ein scheiß Magenproblem, müssen wir verarschen. Habe ich noch irgendeinen Gummi oder so? Nein, nicht. Scheiße, Dreck! Dann will ich hier fast gleich ein paar Bären öffnen müssen. Dann mit dem Magenbegeben muss ich jetzt erstmal das mit der einzelnen Stachelberg. Das will ich da kurz angreifen, Evoli.
Wäre sehr dankbar. Danke. Behindertenhelfern glauben. Eine Beere? Eine Fragebeere. Was macht die? Halten Phänomen, aha. Okay. Putin oder nee, das war ein Topic, ne? Ja. Apfel. Oh mein Gott, der Apfel könnte zum Setzung sein, doch für unser Magenproblem. Heilige Scheiße. Silber konsumieren, Silber konsumieren. Oh, thank God, hat unser Problem gelöst. Das erste. Silber. Nice. Und nochmal Silber. Nice. Ah ja, kriegen wir jetzt viele Items. Können wir jetzt langsam mal das Ende erreichen, bitte? Direkt hier noch ein Item. Taubsamen, okay. Belegersamen. Ach, sind wir schon wieder voll mit Metall oder wie? Da ist ein Metall voll. Hm. Der ist jetzt weg. Belebersamen. Der ist wichtig. Belebe sich die Puppen, ja, das ist wichtig. Das kann was werden. Sackgasse. Ja, hier geht's. Haben wir es erreicht endlich? Ja, Stachelbeckgipfel, wir haben endlich erreicht das Ende.
das ist eine Sackgasse. Bitte sagen Sie mal, wo ist mein verlorenes Item? Wo ist mein verlorenes Item denn? Dürfen wir erklären. Ein verlorenes Item ist nicht so viel sicher. Was? Mein großer Bruder kommt doch nach, oder? Ist er bald da? Nein, dein großer Bruder wird nicht kommen. Ich verrate ein kleines Geheimnis. Das war alles nur ein Trick, um euch zu täuschen. Was? Ach, wissen wir es. Ich muss dich um einen kleinen Gefallen bitten. Siehst du dieses Loch hinter dir? Nun, angeblich soll da in der Beute die Schatz eines Diebes liegen. Wie siehst, bin ich zu groß, um mich durch das Loch zu quetschen. Und da kommst du ins Spiel. Keine Angst, tu einfach, was ich dir sage. Wenn du das tust, helfe ich dir wieder raus. Aber... Los, mach schon. Krieg in das Loch und vergiss mich nicht, den Schatz mitzubringen. Mein guter Bruder soll kommen. Ey, hör auf damit. Flix, ich sag doch, dass ich dich hier bringe, wenn du fertig bist. Wenn du Ärger machst, bringst du dich in große Schwierigkeiten. Hilfe! Hör sofort auf! Das lass mir nicht zu. Tomato, du Bösewicht. Wir haben uns gefunden. Wir sind Team Pokeswot. Ein Erkundungsteam. Kein Genovis ist für uns sicher. Ein Erkundungsteam? Ihr wollt mich festnehmen? Was ist du etwa? Aha, ich durchschaue euch. Ich sagte, ihr seid ein Erkundungsteam, aber ihr seid jetzt noch total Grünschnäbel. Es ist wahr, ich bin ein Pack. Per Kopfgeld ist gutes Pokémon. Aber was ist mit euch? Könnt ihr bestellen und zur Rechenschaft ziehen? Ja, wir können. So ein Böse wie du, wie ich, lassen wir nicht hinkommen. Mich haben schon viele Erkundungsteams gejagt, aber noch keins war so erbärmlich wie ihr. Das wird sicher lustig. Mal sehen, ob ihr mich besiegen könnt. Zeigt mir, was ihr drauf habt. Nächste Hauptboss, Leute! Anvisieren. Ah, shit. Sicher nicht mehr leiden. Aussetzer! Nein! Paralyse, ich hab doch irgendwas gegen Paralyse, hab ich schon alles verbraten. Shit. Hab ich schon alles verbraten, das ist scheiße. Antikraft. Mist. Er ist stark, der ist schon mal sicher. Ich muss die Taubsamen auf ihn werfen. Dann muss ich die Zeit nutzen und mich heilen. Und ihm ein bisschen auf Feste geben. Yes! Wir sind gekommen, dich zu retten. Alles in Ordnung? Du bist nicht verletzt, oder? Es geht mir gut. Gut, dass es mir leicht hat. Dein großer Bruder wartet auf dich, gehen wir nach Hause. Okay. Ich bin Magnetzone, Oberwachtmeister der Gegend. Das ist vielen Dank. Dank euch konnten wir einen gesuchten Becher fassen. Wir sind euch für eure Mitarbeit zu großen Dank verpflichtet. Wir lassen die Lungen eurer Güter zukommen. Nochmals danke. Jetzt kommen wir zu. Azul! Maul! Maul, ich hatte solche Angst. Na, so okay, Azul, bist du verletzt? Es geht ihm gut, der kleine Kerl ist unversehrt. Wirklich? Ich bin so erleichtert. Oh, Azul! Ich war wirklich für euch beide. Ihr habt das nur für uns getan, Evelyn und Luxi. Wir werden das niemals vergessen. Vielen, vielen Dank. Komm, Azul, jetzt du. Ja. Vielen, vielen Dank. Danke, dass ihr mich gerettet habt. Wirklich. Vielen, vielen Dank.
Der Kommunistenverband hat ihm Nachricht geschickt. Der Simbolux erhält zur Belohnung einen größeren Schatzbeutel. Let's go! Kann es mehr als das bisher tragen. Nice. Augenblick. Da ist noch eine Nachricht. Die Boros-Episode, der Wunsch von Beezer wurde freigeschaltet. Um eine Boros-Episode zu spielen, wählt es in der Episodenliste im Hauptmenü aus. Wenn du eine Boros-Episode spielst, spreche ich dann nach Spielstand und kehre zum Hauptmenü zurück. Ja, ich würde sagen, wir machen am Ende von das Play noch ein extra Video, wo wir alle Boros-Episoden spielen. Ist ein Vorschlag, oder? Ich habe das Koffer vom Oberwachtmeister Max für den Gefangenen genommen erhalten. Gucke macht ihr zwei. Hier ist euer Anzeige für den Job. Ihr dürft ihn behalten. Das Infolux erhält das Kopf in Höhe von 3000 Poke. Allerdings haben wir etwas. Werden, du kannst das Infolux 300 Poke. Pah, das ist alles. Nach all unseren Mühen. Aber natürlich, ist alles Teil des Trainings. Morgen warten wir, dass ihr euch genauso anstrengt. Ich kann Bladergeil nicht leiden. Es wäre nett, wenn sie uns etwas mehr von der Belohnung geben würden. Aber das ist schon okay. Wir haben es geschafft, das Höhle zu retten. Und jetzt danken wir nur dir, Luxi. Also diesen Team hat es Luxi. Darum wussten wir ihm voraus, dass er zu den Schwierigkeiten steckt. Das stimmt. Ich kann es nicht erklären, aber... Der ist der Chef von der Zuhörer, den ich gehört habe. Hilfe! Diese Taum, die ich hatte. Ich berichte die Schwierigkeiten, wenn du nicht tust, was ich sage. Hilfe! Leider geht uns die Fanden in Zukunft statt. Wieso konnte ich so etwas sehen? Was war das für ein Traum? Eine Vision wahrscheinlich. Oh, mein Magen knurrt. Dein Magen hat auch geknurrt, Luxi. Wir sind wohl schon ganz ausgehungert. Wir waren so oft die Rettung von Astro konzentriert, dass wir die gar nicht gemerkt haben. Aber jetzt habe ich umso mehr Hunger. Komm, gehen wir zum Abendessen, Luxi. Boah, diese Blitze sind Wahnsinn. Oh, entschuldige. Sie haben einen heftigen Gewitter aus heute Nacht. Das erinnert mich ja etwas. Weißt du, was in der Nacht war, bevor wir uns trafen, Luxi? In jener Nacht gab es auch ein Gewitter. Am Morgen aus dieser schimmischen Nacht lagst du bewusstlos am Strand, Luxi. Weißt du wieder, warum du bewusstlos am Strand lagst? Erinnerst du dich an irgendwas? Ich frag mich. Es gab ein Gewitter, aber wieso lag ich danach bewusstlos am Strand? Nein, ich erinnere mich an nichts. So einfach geht es wohl nicht. Das ist in Ordnung. Versuch einfach, dich für Stück zu erinnern. Wir müssen morgen wieder früh aufstehen, legen und schlafen. Sag mal, Luxi, bist du noch wach? Da diese Sache passiert ist, denke ich ständig darüber nach. Dieser seltsame Charm von dir, Luxi. Vielleicht hat es mit dir persönlich zu tun. Ich weiß nicht warum. Jedenfalls kenne ich kein anderes Tanpiet, das von der Zukunft träumt. Und von einem Menschen, der plötzlich zu einem Pokémon geworden ist, habe ich auch noch nie gehört. Darum glaube ich, dass die beiden Ereignisse zusammenhängen. Ich habe einfach ständig dieses Gefühl. Der Schlüssel zu meiner Erinnerung. Bei meinem Traum? Aber was ist, wenn das stimmt? Passt das alles zusammen? Weiß nicht, wie das Mensch so war, Luxi. Ich glaube, du musst ein guter Mensch gewesen sein. Es war dank deinem Traum, dass wir dieses bösartige Pokémon fangen konnten. Bösartige Pokémon. Oh, und jetzt ist nicht daran, was Lara gesagt hat. Es war auch gesagt, ob es ein bösartige Pokémon daherkommt, dass die Zeit durcheinander geraten ist. Weißt du, die Zeit geht durcheinander, Stück für Stück, und zwar auf die ganze Welt. Niemand scheint die Grund zu kennen, aber alle glauben, dass irgendwas mit dem Zahnrad der Zeit zu tun hat. Zahnrad der Zeit. Es heißt, dass an geheimen Orten auf der ganzen Welt Zahnräder der Zeit versteckt sind. Zum Beispiel in einem Wald. Oder bei einem See in einer unterirdischen Höhle. Ich habe sogar von einem geheimen Alter in einem Vulkan gehört. Ja. Der Dschungel
Da der Dschungel ist praktisch auf dem Titelbildschirm von Explorers of Time. Der Vulkan ist auf dem Titelbildschirm von Explorers of Darkness. Und die Meereshöhle ist der Titelbildschirm von Explorers of Sky. Im Zentrum solcher Worte ist ein sogenanntes Zahnrad der Zeit versteckt. Zahnräder der Zeit erfüllen eine sehr wichtige Funktion. Jedes Zahnrad schützt die Zeit in der jeweiligen Region und sorgt dafür, dass sie sich richtig fließen. Aus einer Region, die ihr Zahnrad der Zeit verliert. Ich weiß keine sichere Antwort auf diese Frage. Ist das ein Gewaldo? Ich vermute, wenn ein Zahnrad der Zeit aus einer Region entfernt wird, dann wird der Fluss der Zeit in dieser Region wahrscheinlich aufhören. Darum achtet jeder darauf, die Zahnräder der Zeit nicht zu stören. Alle sind sich seit langem sicher, dass es zu einer Katastrophe führen würde. Also halten sie alle davon fern und lassen die Finger von ihnen. Selbst skrupellose Verbrecher machen sich lieber nicht an den Schusswaffen. Sehe ich richtig? Kann es sein? Ja, es ist wahr. Es ist ein Gewalto. Oder zumindest die Vorentwicklung von Gewalto. Endlich habe ich es gefunden. Ein Zahnrad der Zeit, aber es ist nur das erste von vielen. Der nächste Morgen. Aufgestanden, ab dafür! Es ist morgen! Ja, guten Morgen. Ja, speichern. Und... Ja, wir enden den Part jetzt schon. Ja, das war's mit Julia. Mit diesem Part von Pokémon Mystery Dungeon Explorers of Sky. Ich hoffe, es hat gefallen. Wenn es dem so war, Abo und Liken vergessen, würde mir sehr helfen. Dann würde ich sagen, man sieht sich. Bis zum nächsten Video. Ciao, euer Luxi LB.